morgens 2:30. Ein verschlafener Ronny. Richtig gut. Weiterfahren hier, keine Haltemöglichkeit. Ja. Machen Sie die Fahrbahn frei. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Blue Oyster Garage. Heute vom Nürburgring. Karfreitag. Genau, endlich Karfreitag. Wir sind heute hier mit meinem M2. Ronnys Heizöllaster. Daily Hure. Oh, darf man ja nicht sagen, musst du wegpiepsen. Heiße Hure. Das ist noch ein Kollege von uns. Und ja, was soll ich sagen, ne? Ist trotz des sehr schlechten Wetters. Räudig. Also wirklich, es hat die Nacht geregnet, Ronny hat im Auto geschlafen, ja. Wir haben auch zwischendurch im Auto geschlafen. Also es war echt, bis vor einer halben Stunde war das Wetter echt übel und jetzt klart es auf. Aber wir freuen uns trotzdem, wir haben richtig Bock. Genau, absolut. Und seit 10 Uhr ist auch die Strecke geöffnet, die ersten Autos hören wir schon im Hintergrund fahren, wir haben auch schon ein bisschen was aufgenommen. Wir nehmen euch heute einfach mal den Tag so ein bisschen mit. Wir chillen jetzt hier noch ein bisschen, werden später auf jeden Fall hochfahren zur Stadtziel, zum Ringwerk und dann gucken wir mal, was uns noch so erwartet, ne? Wer weiß, wer weiß. Es juckt schon wieder. Gott sei Dank haben wir mein Auto nicht dabei. Gott wir sei Dank. Mal. Wir haben ja da zum Glück vernünftige Straßenreifen drauf. Also theoretisch könnte man so eine kleine Schaurunde mal machen. Wir schauen mal, wie so die Lust und Laune nachher ist und wie das Wetter noch mitspielt. Ich hätte es gerne ein bisschen trockener, aber wir gucken einfach mal und lassen uns überraschen. Zeit. Ne? Ja? In dem Sinne. Bis später. Bis später. Wir gehen jetzt noch mit dem Pferd. Jawohl, Junge! Jawohl! So. Man sieht, es regnet und regnet und regnet, aber es wird gefahren. So ist es nicht. Bis jetzt haben wir auch erst ein verunfalltes Auto gesehen. Ein, zwei lustige Aktionen, davon haben wir auf jeden Fall auch eine gefilmt. Wir sind jetzt hier gerade am Zusammenpacken, weil die erst von uns gehen wollen. Wir haben jetzt 13.20 Uhr, um genau zu sein. Gucken mal, wir werden vielleicht eventuell noch am Ringboulevard vorbeifahren. Selber gefahren sind wir jetzt nicht, weil einfach immer wieder Regen und ja, das lohnt sich dann einfach nicht. Wir wollen auch das Auto natürlich nicht kaputt fahren. Naja, alles über Amateure und dementsprechend lassen wir es jetzt erstmal gelassen. Mein Kurzer hätte sich mega gefreut, der ist nämlich auch mit. Aber ja, da muss er mal ab und zu einfach mal die Vernunft walten lassen. Obwohl die Strecke echt leer ist für den Karfreitag. Wir haben viel auch aufgenommen und dann sollte man das auch sehen. Einfach geil manchmal hier. Und ja, lasst uns mal überraschen, was der Tag noch bringt. Dann melden wir uns gleich nochmal. Karen, Rari. Ich habe deine Pippi sehen. Ach, Timo, die Kamera läuft immer noch. Hinter der Rari. Endlich im Adenau angekommen, unsere letzte Position der Reise. Ich hoffe, ihr habt das gerade genossen. Die Rundfahrt vom Grünchen zum Ringwerk bzw. Boulevard hat nur 3 Stunden gebraucht, die 5 Kilometer und dann nochmal eine halbe Stunde nach Adenau. Wir waren gerade im Cockpit lecker essen, es gab lecker Burger, Schnitzel und Nuggets für den Kurzen. Ja, und jetzt lassen wir das Ganze hier nochmal 10-20 Minuten ausklingen, bevor es dann nach Hause geht. Und dann, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleiner Einblick vom Karfreitag am Nürburgring. Und dann sehen wir uns nächste oder übernächsten Wochenende bei dem nächsten Video von der Blue Oyster Garage. Ciao!